Hallo Marius Ebert hier, es geht weiter mit Frage und Antwort. Nennen Sie die Pflichten, im letzten Video hatten wir gerade die Rechte, nun kommen die Pflichten der Komplementäre. Und wenn wir das Wort komplementär hören, dann wissen wir, wir sind bei der KG, denn dort gibt es Komplementäre und mindestens einen Kommanditisten, sonst wäre es keine KG. Das sollen wir also nennen, die Pflichten der Komplementäre, nachdem wir im letzten Video über die Rechte gesprochen haben. Nun, Sie müssen mitarbeiten. Sie müssen sich am Verlust beteiligen. Verlustbeteiligung. Aber da schreiben wir hier lieber Mitarbeit. Machen wir es auch mal substantiviert, weil die Worte, die kann man sich ganz gut merken. Mitarbeit, Verlustbeteiligung und keinen Wettbewerb. Ja, Sie dürfen also der OHG, deren Komplementäre Sie sind, keinen Wettbewerb, keine Konkurrenz machen. Ja, Wettbewerbsverbot. Mache ich selten, dass ich das Ganze auch mal substantiviert hier aufziehe, aber vielleicht bin ich auch schon mit Substantivitis infiziert, man weiß es ja nicht. Aber so denke ich, geht's. Mitarbeit, Verlustbeteiligung, Wettbewerbsverbot. Drei klare Worte kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter dem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.